Hallo und willkommen in Stuttgart, meine Wahlheimatstadt seit über 10 Jahren. Ich bin der Gründer vom Affenbaumsport und ich werde dir in diesem Video erklären, wie man soll die Grundtechnik drüber am besten ausführen. Zuallererst schauen wir geschwind die Baumstellung. Es ist besonders wichtig, dass der Baum seinen Oberkörper aufrecht hält und gleichzeitig seine Reiterstellung gut gebeugt bleibt. Jetzt lass uns dieses Grundtechnik drüber von näher anschauen. Der Affe steigt auf der Baum ein, stützt sich durch, hakt seinen Fuß auf die Hüfte ein, sitzt sich im Schulterritt, greift im Achsel, setzt die Gegendrucktechnik ein, um in Schenkelstand zu gehen und hockt sich in die vordere Position. Jetzt schauen wir im Detail, wie es am besten geht. Einstieg: Der Affe steigt auf der Rücke ein, drückt seine Schienbeine auf die Hüfte zusammen, schleift die Hände auf Schulter und streckt gleichzeitig alle 4 Körperglieder in den Stütz. Schulterritt. Der Fuß hakt sich an der Hüfte ein, das andere Bein schwingt sich über die Schulter und setzt den Fuß auf der gegenüberliegenden Leiste ab. Gegendruck. Die führende Hand greift über hinter der Schulter in die Achsel und zieht. Die andere Hand stellt sich zwischen Schritt und Hals und drückt sich ab, unterstützt von Fuß in der Leiste. Vordere Position. Vom Schenkelstand ganz nah am Körper hockt sich der Affe runter. Und zuletzt sehen wir, was man alles falsch machen kann. An sich nur 2 Sachen, wenn man einen von die Technik, die wir hier sehen, nicht vergisst. Also bitte denkt dran, der eine Fuß hakt sich an der Hüfte ein, der andere setzt sich auf der gegenüberliegenden Leiste ab. Wenn man irrtümlich beide Hände in Stütz hat, wie hier zu sehen, dann wird schwierig, die hintere Bein rüber zu schwingen. Deswegen, man soll am besten über hinter die Schulter in die Achsel ziehen, um Gegengewicht für die hintere Bein zu erzeugen. Und dann braucht man nur noch nah am Körper bleiben und sich runterrocken. Um dieses zweite Einleitungsvideo abzuschließen, sehen wir nun, wie man dieses Ruder in der Ab eingeben soll. Das Viereck ist für die Rückenposition, der mittlere Kreis ist für die vordere Position und die Außenkreise sind für je nachdem, wo man geklettert ist. Ich hoffe, dass dieses Video hat dir geholfen, sonst lass mir einen Kommentar, gib mir einen Daumen hoch und teile mit deinen Freunden.